Hallo Leute, mein Name ist Hossasti und willkommen zu einem weiteren Tag in Minecraft. Wir sind zurück aus dem Nether, wo wir letztes Mal die Goldfarm gebaut haben. Und heute steht eine weitere Farm an, hier in der Oberwelt, hinter dem Kolosseum mit doch nun schon einigen Villager drin. Aber hier gibt's eine Creeper-Farm. Denn ich denke, ich brauche einiges an Gunpowder für das ganze Rumfliegen hier auf dem Server. Und die Farm, so wie ich mir das gedacht habe, der oberste Teil wird gerade hier so ein bisschen oberirdisch sein, so dass wir einen schönen Tempel draus machen können. Aber der größte Teil wird unterirdisch sein und dann werden wir da oben in luftiger Höhe irgendwo ein AFK-Spot haben, so dass wir möglichst nur die Farm laden und nicht zusätzlich noch alles Mögliche, wo andere Mobs spawnen können. Wobei ich denke, im Untergrund habe ich ziemlich viel Caves ausgeleuchtet, somit sollte das nicht ein allzu großes Problem sein. Aber der erste Schritt, ich brauche hier ein Loch. Und das Loch wird nicht rechteckig sein, sondern rund. Oder so rund, wie es in Minecraft eben geht. Also, ich sehe euch am unteren Ende des Lochs. Und ich bin nun unten angekommen und auf dieser Ebene werden wir unsere Farm beginnen. Aber zuerst brauche ich noch einen Kanal hier in der Mitte. Das ist für das Sammeln von den Items. Und dann hier auf dieser Seite werden wir eine Kiste haben oder eine Doppelkiste. Und dann eine Hopperline. Und der effektive Grundriss dieser Farm wird nicht den ganzen Kreis ausfüllen, sondern ist eher so eine Diamantenform. Und hier in der Mitte, da werden wir unsere Creepers drauf rösten. Und wir schieben sie dann mit Wasser hier in die Mitte, so dass sie auf diese Soul Sand Campfire fallen und ein bisschen zu warm bekommen. Und dann bekommen wir den Gunpowder raus. Nun, der erste Schritt ist effektiv hier, glaube ich, zwei oder drei Layer rauf zu bauen, so dass ich ein Wassersammelsystem hinbekomme, das genau bis hier in die Mitte geht. Der Sammelbereich ist nun fertig. Alles, was hier noch fehlt, ist Wasser hier auf diesen unteren Blöcken. Und dann wird alles hier in die Mitte gedrückt und der Wasserfluss hört genau da an der Kante auf, so dass alles in die Campfire reinfällt. Und da hinten, da ist dann die Tür, damit wir von später von außen hier rein können, weil auf dieser Seite werden wir einen Zugang von oben haben. Da ist auch unsere Kiste mit all den Goodies drin. Nun gilt es, die ganzen Spawn-Plattformen zu bauen bis oben hin und die sind grundsätzlich alle gleich. Darum denke ich,
Ich baue mal die erste und zeige euch dann, wie die so aussieht, bevor ich dann den ganzen Rest in die Höhe baue. Wie ihr sehen könnt, ist nun die unterste Plattform fertig, zusammen mit dem Dach darüber, was der Boden für die nächste Plattform ist. Zufälligerweise haben wir hier auch gleich noch ein Slime Chunk, aber das sollte eigentlich kein Problem sein, denn hier auf der untersten Ebene wird ja alles voll Wasser sein und sie können nicht spawnen. Und dann auf dieser Ebene, das ist die unterste Ebene, wo sie überhaupt noch spawnen können, aber die Slimes brauchen einen 3x3x 2,1 in die Höhe. Somit haben sie hier keinen Platz. Und wie ihr sehen könnt, haben wir normalen Boden, aber hier oben haben wir Trapdoors und das ist deswegen, damit Zombies und Skeletons hier nicht spawnen können. Die sind zwei ganze Blöcke hoch, aber Creeper sind ein bisschen kürzer und können hier darunter spawnen. Und dann haben wir zusätzlich hier noch regelmäßig solche Glassäulen. Und die sind dafür da, dass wir hier keine Spinnen haben, denn die brauchen 3x3. Und das haben wir hier nicht. Hier in der Mitte haben wir einen Dispenser, da kommt dann Wasser rein. Und wenn das Ganze getriggert wird, von oben nach unten, wird alles nach außen weggewaschen und dann hier auf der unteren Ebene wieder in die Mitte über die Campfire. Und so kommen wir zu unserem Gunpowder. Nun muss ich, glaube ich, noch 6 oder 7 solche Plattformen bauen bis oben hin. Aber dann haben wir es fast schon geschafft. Dann brauchst du noch ein bisschen Redstone, um das Wasser regelmäßig zu triggern. Und dann natürlich eine Gebäudehülle. 10 Spawning Layer sind nun gestapelt und jetzt brauchen wir hier oben noch ein bisschen Redstone. Bei hier. Eins hier, dann Comparator in Subtract Mode und hier brauchen wir effektiv Block oder zwei. Hier noch ein Redstone, dann einen Schalter und dann jede Menge Repeater. Zuerst in diese und dann wieder zurück. Stellen wir die alle auf X, 4 und das wird unsere Clock sein, unsere Uhr, unser Timer, mit dem wir das Wasser auf den Spawn-Layern kontrollieren. Oh, fast. Einer. Gut. Wenn ihr jetzt hier einschalten, könnt ihr sehen, das Signal geht hier durch. Und wenn es hier über den Dropper läuft, haben wir ein Signal. Dann kommt es wieder zurück. Und
wenn wir hier wieder rückwärts gehen, geht das Power weg. Und dann sind wir wieder gleich weit. Und wenn wir hier ausschalten, sobald wir das Signal hier wieder rumbekommen, dann sind wir am Ende. Nun, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Material so bleibt oder nicht, weil hier unten, denke ich, werde ich etwas mit Tinted Glass machen, sodass wir reinsehen können, aber trotzdem wird es hier drin dunkel sein und oben haben wir dann eine Struktur aus Quarz. Und vielleicht wäre es besser, hier das Ganze auch mit Quarz zu machen. Aber wir werden sehen, eins nach dem anderen. Das sieht doch ein bisschen anders aus als letztes Mal. Ich habe hier eine Treppe gemacht für ganz nach oben. Unten das Glas, wie angekündigt. Aber ich habe dann hier oben noch drei Schichten Quarzblöcke, sodass eigentlich der ganze Redstone darunter verschwindet und wir eigentlich nur hier den Schalter haben, um die Maschinerie in Gang zu setzen. Hier oben noch ein Loch, einfach damit ich weiß, wo die Mitte ist. Ursprünglich wollte ich die Treppe hier vorne machen, direkt über dem Zugang nach unten und hier irgendwas Schlaues mit Pisten und Treppe. Aber da kämen wir wahrscheinlich ziemlich nach ans Kolosseum. Und ich dachte, Herausforderung. Diagonale Treppe. Und ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber nach unten hin wird die Treppe etwas weiter. Und ich fand das nicht ganz einfach. Ihr seht hier, hier gehen wir noch eins rein, aber dann bleiben wir zwei Blöcke gleich weit. Und ich glaube, so funktioniert das. Das sieht doch nach etwas aus. Natürlich, hier unten rum braucht es noch etwas Arbeit. Dann die Dispenser sind auch schon alle mit Wasser befüllt. Und ganz unten, das sieht man gar nicht, habe ich auch das Wasser platziert. So, dass die Farm nun eigentlich funktionsfähig ist. Was ich jetzt noch machen will, ist hier noch das Gebäude oben fertigstellen. Und dazu brauche ich etwas Kupfer. Und das könnte ein Weilchen dauern, bis ich das in der richtigen Qualität zusammen habe. Also, bis dann. Die Säulen und das Dach sind nun auch fertig. Und nun fehlt eigentlich nur noch der letzte Teil hier in der Mitte. Und damit kann ich euch dann auch erklären, was es mit diesem Gebäude, diesem Tempel auf sich hat. Das ist inspiriert durch den Tempel der Vesta auf dem Forum Romanum. Und in ihm wurde das heilige Feuer aufbewahrt, das niemals erlöschen sollte. Und wahrscheinlich stimmen die Dimensionen nicht ganz genau, insbesondere wenn wir hier das Kolosseum anschauen. Das wirkt neben diesem Tempel ein bisschen mickrig, wenn wir betrachten, dass dieser Tempel eigentlich relativ
klein ist. Aber in hier brennt dann im Wesentlichen das ewige Feuer, das von den Vestalinnen gehütet wird und als Rom von den Galliern überrannt wurde, waren die Vestalinnen die einzigen Priesterinnen, die daran gedacht haben, das Feuer aus dem Tempel mitzunehmen. Die Schätze aus all den anderen Tempeln verblieben dort und fielen somit den Galliern in die Hände. Nun denn, wollen wir schauen, ob diese Farm auch funktioniert. Okay, ich sehe da Wasser drin. Wasser verschwindet. Und wahrscheinlich stehen wir einfach ein bisschen zu nah, dass die Creeper auch spawnen können. Aber wenn ich mich hier oben platziere, sollten wir zumindest auf den untersten Leveln etwas spawnen können. Und ich werde dann in der entsprechenden Höhe eine Spawn-Plattform errichten, sodass wir optimale Bedingungen haben. Aber lass uns das hier mal kurz versuchen, ob das funktioniert, und dann schauen wir, ob wir was in der Kiste da unten finden können. Es sieht so aus, wie wenn wir neben Creepers auch noch einige andere Spawns haben. Aber wenn ich mir hier mal so den Gunpowder anschaue, sind Creeper doch die Mehrheit. Ich denke, ich baue mal die EFK-Plattform. Dann muss ich die Oberfläche noch etwas ausleuchten, sodass wir auch nachts relativ gute Bedingungen haben. Und dann kann ich noch einen echten Test machen mit einer Stunde. Und das sollte uns doch einiges an Gunpowder oder Schwarzpulver, wie es auf Deutsch heißt, bringen. Wow! Das sieht doch mal gut aus. Das, was hier in der untersten Reihe ist, das ist vom ursprünglichen Bauen. Und innerhalb von einer Stunde fast eine ganze Kiste mit Gunpowder. Das lässt sich doch sehen. Ich denke, damit ist diese Farm gut genug für unsere Zwecke. Wir brauchen ja nur ein bisschen Gunpowder für Feuerwerk und vielleicht ab und zu mal ein bisschen TNT. Was ich hier noch gemacht habe, ist hier ein zweiter Schalter. Und damit können wir sicherstellen, dass wenn der umgelegt ist, entweder alle Plattformen ohne Wasser sind oder wie jetzt mit Wasser und dass das auch so bleibt, und damit können wir verhindern, dass irgendwas hier auf den Plattformen spawnt. Nun denn, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, nicht nur die Gunpowder Farm, sondern auch dieses Gebäude hinter mir. Und nächstes Mal werden wir wahrscheinlich noch nicht die nächste Farm angehen, aber bald. Nächstes Mal könnte eine Überraschung werden, also verpasst nicht die nächste Folge von Ein weiterer Tag in Minecraft. Bis dann, tschüss!